Pusteblume. Ha, es schneit. Na, fabelhaft. Ach, ich liebe Schnee. Ich habe gestern schon gesagt, das wird kalt, das könnte Schnee geben. Ja, und da ist er. Da frage ich mich jetzt doch, warum fallen die Schneeflocken eigentlich von oben runter? Und woher kommen die überhaupt? Naja, in den Wolken ist eine Menge Wasser. Das fällt manchmal runter und dann gibt es Regen. Wenn es aber oben sehr kalt ist, dann gefriert das Wasser und dann kriegt man Schneeflocken. Ja. Also ist Schnee eigentlich nichts anderes als gefrorener Regen. Ja. Aber Schneeflocken sind was ganz Besonderes. Das müsst ihr euch mal genau anschauen. Hier, guck mal her. Schneeflocken. Aber was ist denn in den Schneeflocken? Mal näher ran. Ja, das ist ein Eiskristall. Und davon gibt's viele in jeder Schneeflocke. Schön, nicht? Aber es gibt auch noch andere. Winzig kleine Eisstückchen, die so hübsch zusammengewachsen sind. Und alle haben 6 Ecken. Zählen wir doch mal. Ich fange oben an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, stimmt. Na, der ist ja putzig. Der ist außen zu und hat innen ein Muster. So viel schöne Sterne in einer einzigen Schneeflocke. Das ist doch ein Ding. Wieder ein anderer. Und ich könnte stundenlang so weitermachen, denn jeder Eisstern ist anders. Es gibt auf der ganzen Welt nicht 2 gleiche Schneekristalle, aber alle sind schön. Der Wetterbericht hat eine ziemliche Kälte angekündigt. Die Schneedecke ist hoch, da wird es Zeit, dass man was für die Vögel tut. Und das tue ich jetzt. Ja. Hier ist Vogelfutter und jetzt fülle ich mal mein Vogelhäuschen ein bisschen. So, und hier vorne noch ein bisschen was drauf, damit sie es auch finden. Ja, das sind Sonnenblumenkerne. Hier, und die fressen eigentlich alle Vögel gerne. Aber dann habe ich noch was Besonderes. Hier, für die Vögel, die eigentlich lieber Insekten fressen, also im Sommer. Und das sind Meisenringe. Da hängen wir mal hier einen hin, den lassen wir da. Und den anderen, ja, den hänge ich in den Baum. Seht ihr? Futterkörner und Fett. Man soll natürlich auch nicht zu viel füttern und nicht zu oft und auch nicht gleich beim ersten bisschen Schnee. Nicht? Aber heute ist die Schneedecke hoch, da können sie schon vertragen. Es gibt ja wirklich nicht mehr viel zu beißen. Da ist es gut, dass viele Vögel schon im Herbst nach Süden gezogen sind. So bleibt ein bisschen mehr übrig für die, die hier geblieben sind. Ja, zum Beispiel für diese Finken hier. Die holen sich schon die letzten Körner von den Stängeln. Ah, mein Eichhörnchen. So nervös heute. Was sucht es denn da? Ich glaube, ich weiß es schon. Hallo Eichhörnchen. Na, hast du die Nüsse vom letzten Herbst tatsächlich wiedergefunden? Ja, es hat. Im Herbst nämlich hat es die Nüsse vergraben, hatte sich einen Vorrat angelegt für schlechte Zeiten. Das ist doch ein großartiger Trick, um über den Winter zu kommen. Dem Eichhörnchen muss ich also nicht helfen. Das hat selber vorgesorgt. Tja, und was mache ich? Gefrühstückt habe ich schon. Gehe ich Schlitten fahren. Ja, mein Schlitten hier hat nun schon ein ganzes Jahr lang rumgestanden und deshalb muss ich jetzt erstmal die Kufen polieren. Der Rost muss runter. Und das mache ich mit feinem Schmirgelpapier. Und dann, das ist mein Geheimrezept, dann nehme ich eine alte Speckschwarte. Und damit nochmal rüber. So, dann läuft er. Ja. Herr Peter, Mami und Papi lassen fragen, ob du morgen mitfährst. Ach Jörg, ja, wohin soll ich denn fahren? Na, zum Skilaufen in die Berge. Oh, Skifahren kann ich ja nicht. Dann nimm halt den Schlitten mit. Ja, klar, ich nehme den Schlitten mit. Gut, sag zu Hause Bescheid, ich komm mit. Okay, tschüss, Peter. Tschüss.
Na, das passt doch. Und mein Schlitten ist auch fast fertig. Hallo, Bernd. Hallo, Peter. Grüß dich. Ja, sag mal, was hast denn du da an? Wie siehst denn du aus? Ja, und wie siehst denn du aus? Na, du siehst aus, als ob du zum Mond willst. Ja, hast das von deinem Großvater geerbt? Ja, warum nicht? Guten Morgen, Peter. Morgen, Anni. Schön, dass du hier bist. Aha. Den Schlitten tun wir gleich aufs Dach. Aufs Dach. So. Na, ich habe mich eben nur warm angezogen. Zum Rodeln brauche ich ja nicht so einen Weltraumanzug wie deinen. Ah, da ist er, der Jörg. Na, dich hätte ich ja kaum wiedererkannt. Tag, Peter. Tag, Jörg. Ja, sag mal, du siehst ja auch aus wie ein kleiner Astronaut. Naja, im Winter muss man sich eben auch warm anziehen. Tja, so fühlt man sich am wohlsten. Man kann sich frei bewegen. Warum denn überhaupt was anziehen? Aber Moment, wenn's kalt wird, da braucht man doch was. Genau, eine Hose. Und ein bisschen was drumherum. Naja, das ist doch schon sehr schön. Ah ja, Stiefel muss ja sein. Tja, da wären wir ja komplett. Was denn? Noch mehr? Ach so, es schneit. Naja, trotzdem ein bisschen viel, nicht? Ja, wenn man sich so dick anzieht, da kann man ja nur noch kugeln. Und man kann sich nicht mehr bewegen. Und bewegen muss man sich doch im Winter, damit man warm bleibt. So, alles einsteigen, wir sind fertig. So, jetzt geht's ins Gebirge. Gebirge? Hier ist doch noch alles ziemlich flach. Und dann ist der viele Schnee eigentlich ein bisschen trostlos. Hier ist er ganz weg. Ach so, man hat die Straße geräumt. Naja, später im Gebirge wird sicher alles ganz anders aussehen. Ah, Moment. Halten wir doch mal. Ich sehe da nämlich ein paar Tiere, denen es nicht besonders gut geht. Ja, da. Wasservögel. Enten, Blässhühner und Schwäne. Die haben kein Futterhäuschen und sie haben sich auch keinen Vorrat angelegt. Eines können sie immerhin, barfuß auf dem Eis rumstehen, ohne kalte Füße zu kriegen. Aber wo gibt's was zu fressen? Das ist das Problem. Na, da helfen wir doch ein bisschen. Meine Güte, müssen die einen Hunger haben. Ja, so kriegt auch das kranke Blässhuhn was ab. Das Schwarze da, das so humpelt. Hoffentlich wird das Bein wieder gesund. Das ist wohl bei der Balgerei ums Futter passiert. Na dann, mal weiter talaufwärts. Da kommt die Sonne leider noch nicht hin. Wenn wir jetzt schon so viel Schnee haben, müsste es oben eigentlich ganz toll sein. Der Wetterbericht hat auch für den ganzen Tag schönes Wetter vorausgesagt. Hey, da sind ja... ach, Bernd, halt doch mal an. Da sind ja Hirsche. Ui, so viele. Ja, oben in den Gebirgswäldern, wo sie leben, da finden sie unterm Schnee nicht mehr genug zu fressen. Und jetzt kommen sie runter ins Tal. Na, schaut mal, wie hoch der Schnee hier liegt. Geht den Hirschen bis zum Bauch. Aber jetzt finden sie doch hier auch nichts mehr zu fressen. Doch. Ja, das ist ja ein Ding. Hier ist ein richtiger Futterplatz. Ja, den Hirschen wird hier von Amts wegen geholfen.
mit Heu und mit Kastanien. Was für einen dichten Winterpelz die haben. Und Schnee auf dem Geweih. Und Rehe sind auch dabei. Meisern die lieb. Na, da wollen wir mal weiter. Wir wollen ja ins Gebirge. Ich will doch rodeln. Ja, du schon. Aber wir wollen Skilaufen. Ich freue mich schon auf die Skischule. Schön, wenn es dir Spaß macht, Jörg. Können wir nicht ein bisschen Musik machen? Noch sind wir ja ziemlich weit unten, im Schatten. Aber jetzt geht's höher und höher. Und irgendwann kommen wir ja aus dem Tal heraus, in die Berge. Ja, ist das eine Berglandschaft hier? Sonne und ein sehr blauer Himmel. Auf diesen glatten Straßen hier muss man schon ein guter Fahrer sein. Und Winterreifen sollte man auch drauf haben. Passt mal auf. Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Wegen Lawinengefahr sind die Grenzübergänge Mittenwald-Scharnitz und Leutasch gesperrt. Ausweichmöglichkeiten über Garmisch-Griesen oder den Aachenpass. Naja, das ist ja ganz woanders. Es wird immer sonniger, der Schnee wird immer höher und die Straße wird steiler und steiler. Und die Kurven werden immer enger. Na, dann sind wir doch bald oben. Ja, fabelhaft. So viel Schnee. Viel mehr als bei uns zu Hause. Und der bleibt den ganzen Winter liegen, damit du rodeln kannst. Ja. Geh, Hanni, gib dem Peter mal meine Schuhe. So kann er ja nicht durch den Schnee. Ja, zieh dir die mal an. Mit deinen kriegst du kalte und nasse Füße. Ja, kalte Füße ist schlecht. Na, dann probiere ich doch die mal. Bring den Jörg jetzt in die Skischule. Was denn, der Jörg muss in die Schule? Ja, der Jörg, der geht zum Skikurs. Da lernt er Skifahren. Ah ja. Der Jörg lernt Skifahren. Na, und ich geh rodeln. Tatsache, da steht's. Skischule. Schule. Ob das den Kindern Spaß macht? Na ja, immerhin haben sie den Schnee bunt bemalt. Aber was soll denn das? Was soll denn diese Hubbel? Ja, üben die hinfallen? Die kriegen ja ganz weiche Knie dabei. Also ich finde, das ist eine Gemeinheit. Ja, und das hier. Warum können denn die Kinder nicht einfach den Berg runter? Oder muss man das üben? Naja, vielleicht ist es später auf dem Berg auch ab und zu so rubbelig. Dann kann es ja nicht schaden, wenn man es kann. Na, endlich. Einmal eine gerade Strecke. Achtung, da ist was. Die bleiben auf den Beinen. Ja, was ist denn das nun schon wieder? Gibt's oben auf dem Berg auch überall solche Stangen? Nee, das ist nichts für mich. Ich rodel lieber. So ein Schlitten fährt doch ganz alleine nach unten. Das muss man nicht lernen. Und von hier oben hat man eine schöne Aussicht. Naja, so schön auch wieder nicht. Alles voller Menschen. An Drahtseilen. Und die lassen sich da wohl nach oben schleppen. Ja, das wird ein Schlepplift sein. Das ist ja wie an der Bushaltestelle. Und Monatskarten haben sie auch. Na ja, sicher, das kostet was. Hey, pass auf, da kommt so ein... Ach so. Ach, da hält man sich dran fest und es nimmt einen mit nach oben. Sehr praktisch für Faulpelze.
Ah, da ist ja die Hanni und der Bernd. Hallo. Ach, die sehen mich nicht. Die wollen nach oben. Und ich will erst mal runter. Jetzt muss ich wieder hoch. Aber ich brauche dieses Drahtgestänge, diesen Skilift nicht dazu. Ah, das sind ja Hanni und Bernd, glaube ich. Ja. Aber warum denn so schnell? Und warum wackeln die so? Ist das nötig? Können die nicht gerade runterfahren? Ah, nee. Ich rodle lieber. Also Peter, nein. Du kannst doch nicht einfach mit deinem Schlitten hier durch die Skiabfahrt fahren. Ja, wieso denn? Hier ist doch so viel Platz zum Fahren. Das macht doch Spaß. Also. Peter, das ist doch eine öffentliche Skiabfahrt. Da gibt es Regeln. Da gibt es Regeln hier zum Fahren? Das ist doch wie auf der Autobahn. Du darfst mit deinem Rodelschlitten hier gar nicht sein. Aha. Ja, sowas. Regeln gibt es. Hab ich nicht gewusst. Dann müsste ich ja womöglich noch einen Schneeführerschein machen, ne? Einen Schneeführerschein musst du nicht machen. Aber lernen kannst du schon ein bisschen was. So, und jetzt bringen wir dich zum Rand, nicht dass du wieder quer durch die Piste gehst. Und nee. Unten treffen wir uns dann wieder. Ja, gut. Anna, lerne ich es halt. Ganz an den Rand rüber. Ja. Na gut, lernen kann man immer was. Aber jetzt haben sie mir diese Skistiefel angezogen, solche Plastikröhren. Huch, das sind doch keine Schuhe. Wie soll man denn damit? So, Peter, jetzt komm, steig in deine Bindung. Wo soll ich reinsteigen? Hier mit dem rechten und dem linken Schuh hier reinsteigen. Aha. Ja. Erst vorne rein. Aha, vorne rein, ja. Dann hinten runter. Und hinten runter. Huch. Jetzt. Und dann sitzt du fest. Ah ja, richtig, fest, schön. Und so geht die Bindung auf. Wieso geht sie auf? Die soll doch nicht aufgehen. Die Bindung muss aufgehen, damit du dich beim Sturz nicht verletzt. So, Peter, nimm deine Stöcke. Stöcke, meinst du, die brauche ich? Ja, damit kannst du anschieben. Anschieben, klar. Also dann, Schiebung. Ah, es fährt. Wie bremst man denn? Wie bremst man? Mach einen Flug. Was? Halt. Flug machen. Flug. Das muss man erst mal können. Aber ich glaube, das lerne ich nicht so schnell. Kind müsste man sein. Kinder lernen sowas schnell. Der Jörg zum Beispiel, was der schon alles macht. Da oben, da, guckt euch das mal an. Spitzen zusammen, hinten weit auseinander, langsam bremsen und stehen. Yippie! Hey, Moment mal. Ach, sowas. Simone, Tini! Schirmo, Simone! Auf geht's! Markus, fährt die Ideallinie und ist schon in Tini? Na ja, immerhin. Na Peter, das Rodeln geht doch besser. Ja, ich geb's auf. Das lerne ich nie, das Skilaufen. Danke. Okay. Ja. So, Peter, ich weiß was für uns beide. Ja? Morgen. Hey, das ist gut, das machen wir. Das kann ich auch. Ich kann auch sehen. Cool. Na, machen wir es heute Abend? Ja, gut. Heute Abend. Ja, hilfst du mir noch? Was? Ja. Da, das. Peter, ja. Steckst du es in der richtigen Länge auch ab? Ja, guck mal, ist das nicht lang genug? Ja, das müsste so gut sein. Ja. Ah, das wird gut sein. Peter, meinst du, dass du da runterkommst morgen? Natürlich, das bin ich ehrlich gespannt.
13, rotes Ziel 26. 26, 36. Bin ich schon besser wie du. Und ganz recht haben. Und? Nein. Und nichts 15, mehr. 2. 15. Und jetzt 10 noch? 15. Oh, die machen wir. So, jetzt hören wir auf. Jetzt schauen wir auf Fernsehen. Jetzt ist Schluss und machen. Verehrte Zuschauer, guten Abend. Anhaltende Schneefälle und eisige Stürme haben in Norddeutschland die Lage dramatisch zugespitzt. Betroffen sind auch andere Gebiete Europas. Na Peter, das Unwetter erstreckt sich von Schottland bis nach Nordosteuropa. Frische Luft schnappen. In Deutschland reichte die Kaltfront am Abend bis zu Linie Köln in Dresden. Sie weitet sich langsam nach Süden aus. Was für eine Menge Schnee. Schön sieht das aus. Aber für die Leute, die hier wohnen, ist es schlimm. Sicher anderswo fällt auch viel Schnee, aber hier kommt noch der Wind dazu. Und das ist das Gefährliche. Der Wind pfeift hier über das flache Land. Nichts bremst ihn. Er bläst den Schnee vor sich her und türmt ihn auf zu Schneewehen. Ja, so wie hier. Hier ist ein ganzer Zug im Schnee begraben. Er kann nicht vor und nicht zurück. Er sitzt fest. Und die Menschen darin müssen auf Hilfe warten. Der Schnee ist stärker als die Lokomotive. Die Leute hier warten wohl auch auf Hilfe. Das sind ja Autos und Laster. Eine Autobahn, aber alles steht und kann nicht weiter. Der Schnee hält die Autos fest wie Sirup. Zu glauben, aber das ist das Meer. Das Wasser ist unter einer dicken Eisschicht und in dieser Eisdecke stecken die Schiffe fest. Hoffentlich haben die Seeleute hier noch genug zu essen. Aber da kommt schon Hilfe aus der Luft. Zuerst Lebensmittel für die Eingeschlossenen, das ist das Wichtigste. Und dann müssen die Züge, Autos und Schiffe wieder flott gemacht werden. Ja, da ist ja unser Zug wieder. Er wird ausgegraben. Das ist mühsam, denn Schnee ist schwer. Die Lok ist fast wieder frei, aber sie kann noch nicht fahren. Der Schnee sitzt noch unter den Waggons, zwischen den Achsen und Rädern. Bis hoch zur Dachkante türmt er sich und blockiert die Weichen. Erst wenn alle Schienen frei sind, läuft es wieder. In der Stadt sieht es auch nicht viel besser aus. Die Straßenbahnen stehen. Auch hier muss der Schnee weg, denn sonst funktioniert nichts mehr. Für die Kinder im Dorf ist der Schnee natürlich eine feine Sache, aber wie kommt man aus dem Haus raus? Erst mal schippen. Auch in der Stadt wird geschippt. Hoffentlich ist das auch das richtige Auto. Und wenn ja, wo will er denn damit hinfahren? Da muss doch erstmal. Ah ja, hier werden die Straßen geräumt. Wohin jetzt aber mit dem ganzen Schnee? Der muss doch irgendwo bleiben. Sicher, man könnte daraus eine Menge Schneemänner bauen, aber dazu hat jetzt niemand Zeit. Der Schnee muss weg, sonst erstickt die Stadt darin. Also wird er abtransportiert wie Müll. Und auch wie Müll vor der Stadt aufgeschichtet. Sogar in Lieferwagen wird er gebracht. Schnee ist eine feine Sache, aber zu viel Schnee, das ist eine Katastrophe. Ja, so schlimm kann der Winter sein. Er kann eine Gefahr sein für Mensch und für Tiere. Aber ihr habt ja vorhin gesehen, wie die Tiere über den Winter kommen. Und die Schlauesten von ihnen, die verschlafen den Winter einfach. So wie der Jörg hier, der ist auch schon eingeschlafen. Ich glaube, ich bringe ihn jetzt besser ins Bett, denn morgen muss er ausgeschlafen sein. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ich wette, der wacht noch nicht mal auf, wenn ich ihn jetzt nach oben bringe. Bernd,
Wo ist denn der Peter? Noch heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Du hast recht, da steckt doch was dahinter. Der wird sich doch nicht verkleidet haben. Verkleidet? Das kann sein. Schauen wir mal, vielleicht erkennen wir ihn. Ah, schau den an, der da rückwärts fährt. Das kann der Peter doch nicht sein, der hat doch Skifahren erst gelernt. Mei, ist der lustig, aber nie der Peter. Das ist er bestimmt auch nicht. Der Peter könnte vielleicht mit dem Rodelschlitten fahren, aber doch nie mit dem Flugzeug. Vielleicht steht er da unten unter den Zuschauern. Aber die sind ja so weit weg. Schau mal, das könnte doch er sein. Den Hinfahren, das ist doch seine Spezialität. Ich meine, das ist er. Da hat er sich aber schön maskiert. Hoffentlich tut er sich nicht weh, wenn er so oft hinfällt. Ah, schau, jetzt geht's vielleicht. Ja, ja. Ja, jetzt fällt er schon. Ja, was ist denn das? Da ist einer im Bett. Ui, das ist er ja. Das ist der Peter. Ach so, Gaudi. Da hat er sich aber was einfallen lassen. Sitzt einfach im Bett mit einer Zipfelmütze und einem Nachthemd. Ein Bett auf Ski. Deswegen hat er gestern so geheimnisvoll getan. Mei, ist das lustig. Der Peter ist schon einmalig. So gefällt mir der Wintersport. Jawohl. Ich bin an der frischen Luft. Und wenn ich müde bin, kann ich überall schlafen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und das solltet ihr auch tun. Oder fahrt Schlitten oder macht sonst was Schönes. Die Sendung ist nämlich zu Ende. Ja. Ich habe keine Lust mehr. Ich schlafe jetzt. Ja. Alles klar. Ja. Na denn, gute Nacht. Ah. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Kommt nichts mehr. Ich schlafe jetzt. Gute Nacht. Pusteblume.